Das ist iFlight Alpha A85, geflogen mit der TBS Tango 2 und der DJI-Brille. Der Alpha A95 ist ein 85mm WUP mit der KDX Nebula Kamera, hier die V2-Version und dem Vista-Modul, der das Video digital zu der DJI-Brille überträgt. Innen ist ein F4FC mit 20 Ampere ESCs. Die Motoren sind die neuen 1303 5000 kV, die mit einem 4S Akku geflogen werden. Vom Gewicht ist der Alpha A85 recht schwer, mit über 89 Gramm. Und mit dem empfohlenen 450 mAh 4S Akku sind es 145 Gramm. Das Gewicht für einen WUP mit digitaler Übertragung ist das okay. Aber im Vergleich zu einem analogen WUP, wie hier mit dem Beta 85 Pro, ist das mehr als doppelt so viel Gewicht. Der Beta 85 Pro wiegt mit einem 2S Akku unter 59 Gramm und lässt sich dementsprechend leichter fliegen. Aber wir wollen einen WUP mit der DJI Digitaltechnik. Also los auf die Wiese. Hier merkt man schon das Gewicht von 145 Gramm. Und dadurch fliegt der Alpha A85 etwas träger und ist schön laut. Aber ansonsten ist alles okay. Er fliegt sich gut und wenn man gut beschleunigt, erreicht man auch eine gute Geschwindigkeit. Bei einem Looping muss man am Ende aber immer gut Gas halten, damit der Quad nicht zu stark sinkt. Das Bild der Nebula V2 Kamera ist sehr gut, vor allem in der Mittagssonne. Der Alpha A85 lässt sich sehr gut steuern. Er fliegt nicht so aggressiv mit guter Gaskontrolle. Ich denke, das liegt an dem Gas, der auf 75% gedrosselt ist. Die ESCs haben Beleheli M5er, also die 5er, die mit 48 kHz läuft und so ca. 20% weniger Strom verbraucht wird. Und der Alpha A85 dementsprechend länger fliegt. Hier fliege ich 4 Stunden später, also gegen 16 Uhr, wo die Sonne jetzt im November recht niedrig ist. Hier sieht das Bild der Nebula V2 Kamera noch gut aus. Aber in manchen Situationen ist der Hintergrund etwas matt, nicht so schön wie bei der Original DJI Kamera. Was mir auffällt, ist aber ein leichtes Zittern bei Geradeausfliegen. Der Quad wobbelt etwas links und rechts. Also ist auf dem Alpha A85 etwas falsch eingestellt. Das ist noch nicht perfekt genug. Also Abbruch und nach Hause. Unter Betterfly gehe ich in die CLI-Eingabe und setze dort Set Thrust Linear von 0 auf 25 hoch. Das verbessert gerade bei zu schweren WUPs das Flugverhalten und die Motoren reagieren schneller, gerade bei wenig Gas. Das Verhalten zwischen Gas und Beschleunigung wird linearer und so funktionieren die PID-Werte durchgehend besser. Auf jeden Fall hat das bei mir geholfen und der Alpha A85 wobbelt nicht mehr und fliegt jetzt richtig, richtig gut. Hier fliege ich am späten Nachmittag um ca. 18 Uhr bei untergehenden Sonne. Die Wiese liegt im Schatten, aber der Himmel ist recht hell. So sehen die Aufnahmen der Nebula V2 Kamera bei so einem Licht nicht mehr so gut aus. Oft sehe ich im Hintergrund matte oder verfälschte Farben. Aber egal, der Alpha fliegt jetzt perfekt und es macht so viel Spaß, damit langsam zwischen den Ästen zu fliegen. Das Fliegen der DJI-Brille macht einfach richtig Spaß. Es ist fantastisch, mit so einer super Bildqualität einem WUP zu fliegen.